Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ich habe ja vor kurzem hier eine neue Apple Watch zugelegt und obwohl meine alte Apple Watch die 2,5 Jahre Tragezeit ohne größere Kratzer überstanden hat, dachte ich, hier könnte etwas Extraschutz eigentlich nie schaden. Aber ja, wie macht man das hier bei so einer Uhr? Mit so einer Glasscheibe habe ich keine guten Erfahrungen gesammelt, fühlt sich nicht gut an. Also dachte ich mir, nehme ich doch mal sowas hier, flüssigen Displayschutz, Nano-Versiegelung, Invisible Liquid Screen Protector. Ja, probieren wir es mal aus, oder? Man hat ja hier einiges von gehört, da gibt es verschiedene Hersteller, allerdings war das meiste nicht wirklich überzeugend, aber ich werde es trotzdem hier auf die Apple Watch auftragen, aber ich will auch wissen, ob das hier irgendwas bringt. Und deswegen werde ich einen Test machen, und zwar einen Kratz- und Härtetest, aber nicht auf meiner neuen Uhr, ich bin ja nicht wahnsinnig, sondern auf einem alten Display, das ich ausgebaut habe, was aber wirklich sehr, sehr gut in Schuss ist, kaum Kratzer, sehr guter Zustand. Das stammt hier aus meinem iPhone 5C, denn das Display hatte einen Schaden hier hinten am Connector, also ansonsten das Glas ist völlig okay, habe ich damals ausgetauscht. Und jetzt gibt es hier noch einen schönen Grund dafür, denn hier will ich dann auch ein bisschen was davon auftragen, dann lassen wir es über Nacht einwirken und kratzen mal etwas darauf rum, um zu sehen, wie viel hier der Nano Screen Protector, der flüssige, für im Endeffekt aushält. Aber jetzt geht es erstmal daran, das Ganze aufzutragen und ja, dann legen wir einfach mal los. Ich habe sowas auch noch nie gemacht, bin daher auch ziemlich gespannt und ja, die Packung hier ist schon mal richtig gut zugemacht. Schauen wir mal, was wir jetzt hier alles drin finden können. Wenn ich meine Güte, wie gut kann man denn sowas verpacken? Mei. Das war ja einfach. Also wir haben hier ein sehr dezent kleines Reinigungstüchlein. Ich lege es mal rüber. Dann haben wir hier einmal Wipes. Also ein feuchtes und ein trockenes Tuch. Kennt man ja von Screen Protectoren generell. Das Ganze in zweifacher Ausfertigung. Okay, und ich glaube, das war es dann auch schon. Dann haben wir hier nur noch unser kleines Röhrchen, wo dann der flüssige Schutz drin ist und eine Anleitung, ja, die gibt es nicht wirklich. Hier auf der Rückseite steht, was ich tun soll. Das feuchte Tuch nutzen zum Reinigen, dann die Flüssigkeit auftragen, dann soll ich das verteilen mit dem zweiten Tuch und ganz zum Schluss dann mit dem Wahnsinns-Reinigungstüchlein das Ganze nochmal ordentlich sauber machen und drüber wischen. Okay, dann legen wir mal los. Kleine Unterlage, damit mir hier nichts verkratzt. Und dann ziehe ich mal die Uhr aus. Und wir werden die jetzt erstmal reinigen. So, und zuerst nutzen wir hier so ein feuchtes Tüchlein. Das ist hier so eins. Und damit wische ich dann mal hier schön über den Screen drüber, dass hier alle Fingerabdrücke und das Fett von den Fingern und sonstiger Schmutz davon entfernt wird. Okay, das sollte reichen. Dann mit dem kleinen Trockentuch einmal das Ganze abtrocknen, dass es dann nochmal befreit ist von der Flüssigkeit. Und jetzt kommt das eigentliche A und O, die Flüssigkeit an und für sich. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das hier aufbekomme. So, da ist es. Und was haben wir hier für ein Röhrchen? Keine Ahnung, aber ich denke mal, die Flüssigkeit, die wird sich hier drin befinden. Und ich werde jetzt hier einfach mal etwas auf das Display träufeln, tropfen. Ups, ich denke, das reicht auf jeden Fall schon. Den Rest hebe ich mir auf für den anderen Test. Einmal nochmal Deckel drauf. Und ja, hier steht nirgends, wie ich das verteilen soll. Ich mache es einfach mal mit dem Finger. Ich verteile jetzt hier mal die Nanoflüssigkeit überall auf dem Display. Gehe schön in alle Ecken und Kanten und Kurven, überall, wo es geschützt sein soll. Und verteile das. Okay, ich denke, das sollte auf jeden Fall reichen. Jetzt warte ich, ich würde mal sagen 5 Minuten. Hier steht zwar, nach 5 Minuten soll man das Ganze reinigen. Ne, ich warte 10 Minuten, denn, mein Gott, die Angaben, die sind etwas verwirrend. Gleichzeitig steht hier, please keep the Nano Liquid on the device's screen more than 10 minutes. Also einmal sagen die hier 10 Minuten und ein anderes Mal sagen sie, man soll hier after 5 Minuten, also nach 5 Minuten, das Ganze reinigen. Also ich lasse es jetzt mal so zwischen 5 und 10 Minuten liegen und in der Zwischenzeit, das kann rüber, tragen wir das Ganze jetzt hier mal auf dem Testscreen auf. Und ich habe mich dafür entschieden, hier diese untere Kante, die werde ich mal schützen, diesen Bereich. Dafür einmal, wo ist mein feuchtes Tuch?
Das habe ich hier. Einmal drüber gehen und reinigen. Dann können wir nämlich schön vergleichen. Die linke Seite, die wird dann geschützt. Und die rechte Seite, die ist ungeschützt. Und dann können wir schön mal sehen, ja, ob da wirklich ein Unterschied zu sehen ist. Ich hoffe doch sehr, dass es so ist, denn ich will das Ganze ja ordentlich auch schützen und dadurch verhindern, dass, wenn mal was dran käme, da große Kratzer in die Apple Watch reinkommen. Von daher hoffe ich, dass der Test doch etwas positiv ausfällt. Der Bereich, der sieht jetzt gut aus. Dann nochmal etwas Flüssigkeit mit drauf. Ein Tropfen, der reicht da schon dicker aus. Dann habe ich noch was für eine andere Anwendung. Und nochmal verteilen mit dem Finger. Ich schaue mal, dass ich hier wirklich schön hälftig bleibe. Und dann heißt es wieder warten. Okay, circa 12 Minuten sind jetzt rum. Das hat jetzt hier ordentlich eingewirkt. Also wischen wir jetzt hier die Reste, die sich auch darauf befinden, mit dem beiliegenden Tuch mal ab. Und schauen dann mal, wie gut sich das Ganze hier schlägt. Hier steht nichts von einer Aushärtezeit, Einwirkzeit oder sonstigem. Von daher könnte ich eigentlich direkt den Test machen. Aber um wirklich eine richtig faire Chance dem Ganzen zu geben, werde ich den Screen, also hier den Testscreen, über Nacht aushärten lassen. Das heißt, er wird dann mal locker, sagen wir mal, 15 Stunden gehabt haben zum Aushärten. Und morgen geht es dann an den Härtetest und ich schaue mal, was der wirklich aushält. Also, wir sehen uns morgen weiter. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen polieren. Guten Morgen zusammen. 15 Stunden sind rum. Alles ist jetzt richtig ausgehärtet. Und die Apple Watch ist jetzt auch soweit startklar. Und was mir sofort aufgefallen ist, wenn ich hier über das Display drüber gehe, das fühlt sich jetzt noch glatter an wie vorher schon. Also richtig, richtig smooth. Und auch hier bei dem Testdisplay, das wir gleich etwas misshandeln werden mit den ganzen Werkzeugen, die ich hier liegen habe, da fühlt sich hier im Vergleich jetzt die unbehandelte Seite zur behandelten Seite, also die hier fühlt sich schon wesentlich rauer, soweit man das von Klaas sagen kann. Auf jeden Fall, die hier ist viel, viel glatter, wenn man dann drüber fährt. Nochmal zur Erinnerung, die linke Seite hier, die ist behandelt, die rechte Seite ist unbehandelt und ja, dann schauen wir mal, ob hier das Produktversprechen tatsächlich stimmt und zwar ein Härtegrad von 9H auf der Mooshärte-Skala. So normale Displays, die verkratzen so ab einer Mooshärte von 6, da fangen die langsam an, bei 7 gibt es dann richtige Kratzer und alles, was drüber ist, ist dann richtig, richtig übel. Okay, legen wir los. Das hier ist unsere Ausgangsposition, nochmal zum Drüberschauen. Die behandelte Seite, keine Kratzer zu sehen. Hier ist nur etwas verschmiert, wo ich nicht so schön poliert habe. Und hier haben wir die unbehandelte Seite. Legen wir los mit etwas alltäglichen, aber eigentlich harmlosen. Und zwar Schlüsseln. Die sollten hier eigentlich keinen großen Schaden ausrichten. Ich kratze einfach mal ein bisschen mit dem Schlüssel hier auf der unbehandelten Seite rum. Gebe auch ein bisschen Druck drauf. Und das Ganze dann auch hier auf der behandelten Seite. Und ehrlich gesagt erwarte ich jetzt hier keine großen Kratzer. Aber naja, mal schauen. Wir sehen mal gleich. So, das soll erstmal ausreichen. Schauen wir mal drüber und oh, auf der unbehandelten Seite sehe ich tatsächlich kleine Mikrokratzer. Mal gerade schauen, ob ich die wegpolieren kann. Ja, doch, die kann ich wegpolieren, wie es aussieht. Wobei ein Kratzerchen ist da vielleicht drin. Ich poliere mal hier nochmal drüber. Und wir schauen uns das Ergebnis an. Und ja, sieht eigentlich gut aus auf beiden Seiten. Also keine großen Kratzer oder sowas. Und hier einen ganz, ganz feinen vielleicht. Aber ich bin mir nicht 100% sicher, ist ganz schwer zu sehen. Hier würde ich sagen, haben beide Seiten das gut überstanden. Gehen wir mal eine Stufe höher. Und ja, nehmen wir so ein Küchenmesser, ein schönes, scharfes Küchenmesser und ich fange nochmal hier auf der unbehandelten Seite an. Gehe da schön auch mit ein bisschen Druck drauf und kratze hier mal drüber, immer schön über dieselbe Stelle. Und das fühlt sich jetzt schon gar nicht mehr ganz so gut an. Gehen wir mal auf die behandelte Seite. Auch hier kratze ich jetzt hier mal schön drüber, auch mit Druck. Fühlt sich auch nicht so besonders toll an, ehrlich gesagt. Fühlt sich an, als würde es da irgendwie durchgehen. So, okay. Schauen wir mal, wie es aussieht und ich sehe, ja doch mal schauen, ob ich das einfangen kann. Hier unten auf der unbehandelten Seite, da kann ich also deutliche Kratzspuren erkennen, aber auf der behandelten Seite kann ich auch etwas erkennen, aber wesentlich weniger. Und mal schauen, ob wir das Ganze jetzt hier wieder einfach wegwischen können, ob das nur ein bisschen Abrieb ist oder ob das dauerhaft und permanent ist. Also mal drüber wischen und
Ja, das ist permanent. Ich hoffe, man kann es hier irgendwie sehen. Hier habe ich also deutlich so kleine Mikrokratzer sind das, aber keine Tiefen. Wenn ich hier drüber gehe, spüre ich da nichts, aber ich kann es eben sehen, dass da Kratzerchen drin sind. Aber auch die behandelte Seite, die hat so ein paar kleine, hier kann man das vielleicht erkennen, Kratzerchen mit drin. Da spürt man natürlich auch nichts, aber ich muss sagen, hier ist es wesentlich weniger auf der behandelten Seite als auf der unbehandelten. Von daher scheint es ja doch schon irgendwie was zu bringen. Aber wundert mich, dass das Messer jetzt schon so eine Auswirkung hat. Okay, gehen wir eine Stufe weiter. Ein Cuttermesser. Schauen wir mal, wie es damit aussieht. Und ich gehe hier nochmal über die unbehandelte Seite drüber. Mit Druck, wie immer. Denn das soll ja ein Härtetest sein und kein Pucci-Mucci-Test. So, da sehe ich schon wieder deutliche Kratzer. Alles andere würde mich jetzt auch wundern. Und dann nochmal hier auf die behandelte Seite. Auch hier gehe ich schön drüber mit Druck. So, fühlt sich alles richtig unangenehm an. Gott, hätte ich im Leben nie auf der Uhr gemacht. Da hätte mein Herz geblutet. Okay, schauen wir mal. Auf der unbehandelten Seite sehe ich hier wieder deutlich, wie eben schon diese Kratzer. Und ja, auf der behandelten Seite kann ich die sehen, aber wesentlich weniger. Sehen da nicht ganz so schlimm aus. Ich versuche mal nochmal hier drüber zu wischen. Aber auch da, ja, das ist permanent. Da kann man nichts wegwischen. Also Kratzer auf beiden Seiten. Einmal hier und einmal auch hier. Ich hoffe, man kann es sehen. Wie gesagt, aber hier etwas weniger als auf der unbehandelten. Also etwas scheint es schon zu bringen, aber so bombenfest oder bombenkratzfest ist das Ganze dann eben doch nicht. So, ein Schraubendreher mit ziemlich robust scharfen Kanten. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Wenn ich da jetzt hier mal drüber gehe, unbehandelte Seite. Ja, fühlt sich ganz okay an. Und die behandelte Seite. Kratz. Okay, das soll schon reichen. Schauen wir mal drüber. Ja, auch hier. Mal schauen, ob ich es wegwischen kann. Kann ich ein paar Kratzer sehen. Aber der hat jetzt hier doch schon ja, auf der unbehandelten Seite wieder diese komischen kleinen Kratzerchen hinterlassen. Allerdings kann ich die, ach, das ist ultra schwer einzufangen hier, kann ich die auf der behandelten Seite kaum erkennen. Also da hat es jetzt ganz gut abgehalten. Aber jetzt gehen wir mal auf den absoluten Härtetest. Ich weiß, hier wird beide Seiten oder hier werden beide Seiten versagen. Das hier ist Schmirgelpapier und da hält kein Display lange durch. Aber wir probieren es einfach mal und ich gehe hier mal drüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal. So soll reichen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf der Seite. Und ja, ich denke, da brauche ich nicht viel zu sagen. Da sieht man hier direkt hier diese deutlichen Kratzer. Einmal auf der unbehandelten Seite und auch deutliche Kratzer hier auf der behandelten. Wobei die auch hier wieder weniger tief und weniger auffallend sind. Und wir schauen mal, wie es dann aussieht, wenn ich hier drüber wische. Aber da wird sich nicht mehr viel verändern. So, hier sehen wir also das Endergebnis. Unbehandelte Seite sieht schlimmer aus wie die behandelte Seite. Von daher würde ich sagen, das bringt tatsächlich was, dieses Nano-Zeugs. Allerdings würde ich mich da im Leben nie komplett drauf verlassen bei so einem Smartphone. Also ein Smartphone würde ich immer nur mit Display-Schutzglas verwenden. Das schützt doch am allermeisten, denn die Sache mit dem Runterfallen und mit dem Springen des Screens ist ja wieder eine ganz, ganz andere. Aber für so eine Smartwatch, wo man kein Glas auftragen will, ich habe das ja mal probiert, könnt ihr euch anschauen, hat mir nicht besonders gut gefallen. Da ist das eigentlich wirklich eine gute Lösung. Also etwas mehr Schutz gegen Kratzer und dabei merkt man nicht mal großartig, dass hier was drauf ist. Oder man merkt es nur positiv dadurch, dass alles richtig super schön glatt ist, wenn man da mit den Fingern drüber geht. Von daher sage ich mal, kein Fehlkauf, allerdings das Produktversprechen nicht so ganz erfüllt. Aber ehrlich gesagt habe ich Schlimmeres erwartet. Und wer auch sowas haben will, ich packe euch mal den Link hier in die Videobeschreibung. Kostet nicht viel, ich glaube so 8 Euro habe ich gezahlt für die Tube. Die reicht für ein Smartphone-Display oder für die Smartwatch kann man da glaube ich 3-4 Mal das Ganze dann auftragen und hat somit ein bisschen extra Schutz. So, das soll es dann aber gewesen sein von diesem Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut!
und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi AppleCat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.